Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Berseria. Ja, die Expedition ist zurück. In der letzten Folge sind wir... Bam! Perfekt! Yeah! Scout ship setting sail. Yes. So, in der letzten Folge haben wir die Kolonisation erkundet und uns vorbereitet. Und jetzt starte ich erstmal die Folge. Da. Und los. Alles klar. Müssen wir hier runter? Nimm das, Alter. Ich mach dich lang. Ich zieh dir die Hosen runter, Junge. Den Schlüpfer, den brauchst du nicht mehr. Den kriegst du jetzt durch deine Ritze wieder nach oben gezogen. So. Bum, bam, bang. Siehst du, du bist schon verwirrt, weil der Schlüpfer durch die Ritze in den Kopf steigt. Babububusch. Ich wünschte, ich hätte Power wie das. Ein Armreif, der Kalzit als Mana-Katalysator nutzt. Okay. Du, hier ist eh alles zugeschüttet. Kommen wir eh noch nicht durch. Egal. Die bedeckt alles mit dem Tod. Also, hier geht's nicht weiter. Zumindest jetzt noch nicht. Aber das macht ja auch nichts. Jetzt gehen wir wieder hoch. Und dann laufen wir wieder zurück. Und zwar nach da. Erstmal machen wir den hier. Dann so. Die sind auf jeden Fall stärker. Die haben ja auf jeden Fall schon ein fetteres Level. Ich weiß auch nicht, warum ich noch nicht genug Bums mache. Ihr könnt mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Dass ich auf jeden Fall besser werde. Bam! Ach komm, du kleiner Scheißer. Boom! Asshole! Schauen wir mal, was sich auf diesem Weg hier befindet. Ist dort schon irgendwas gewesen? Nein. Hier ist aber auf jeden Fall was. Was wir mitnehmen können. Loot gibt es hier unten definitiv. Ja, da kann man ja sagen, was man will. Das ist so. Das vielleicht auch der White Way. Okay. Bisschen Apfelgelee. Und ein bisschen Apfelgelee. Das läuft auch. Aha. Da ist ein Katzding. Leck mir doch am Arsch. So. Halt, stopp. Genau, darunter kommen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal das Ding finden. Aber die wollen reden. Abbey Security is certainly lacking here. The whole point of building those massive walls around the city is to keep people safe inside. But if there's a demon outbreak on the inside, those same walls will make it harder for everyone to escape. The palace covers a lot of ground, so there are tons of hiding places.
It wouldn't be hard for a demon to slip in through the waterway. I'm sure the Abbey is aware of that. Perhaps it's a trap made to lure intruders in. What? They lure demons in and then ignore them? Something doesn't add up. I know, right? Naja. Ah, gegen die zu fighten lohnt sich. Sogar noch eine stärkere Rüstung hat der Wichser. Ich wollte gerade sagen, ich verprügel die doch nicht durch 2 auf einen Streich, oder? Bam, 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 bam. So. Wir sind ja richtig hier Fight Club 4.0, Leute. Alles klar, der ist auch mit Wasser getränkt. Jetzt kommen die Alligatoren. Alligator. Aber es sind zu viele Wege, Freunde, ey. Was soll man die Scheiße hier alles... Windring! Ne, kommen wir nicht durch. Kommen wir nicht durch. Ah, gut, das Wasser läuft da runter. So, hier oben waren wir noch nicht. Aha. Aha. Klettern wir doch einfach hoch. So, Jacke wie Hose, oder? Ah, da ist auf jeden Fall unser Spalt, den wir brauchen. Glaube ich. Egal, wir benutzen den jetzt. Da ist auf jeden Fall ein komisches Wesen, was rot angezeigt wird. Müsste so ein extremes Viech sein, was wir schon mal hatten. Bam. Kellerassel. Wieso machen die alle so viele hunderte Schaden, Alter? Du benutzt Zauberkräfte, ich bin eine Zauberkraft. Glazidstiefel. Plus 30% Fokus bei 8% oder weniger KP. Elementar zerstreuendes Glazid. Alles klärchen. Gewährt auf mittlerer Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit einer zufällige Fertigkeit auszulösen, die den Elementarschaden verringert. Statuskrankheiten, unter anderem Lähmung und Verbrennung, verhindern die KP-Wiederherstellung. Durch Gummis oder Heilungsarzt kannst du Gummis nicht zur Heilung verwenden. Du kannst Gummis nicht zur Heilung verwenden, während Statuskrankheiten Wirkung zeigen. Statuskrankheiten dauern ungefähr 30 Sekunden an und können unbehandelt extrem gefährlich werden. Du kannst Statuskrankheiten mit Allheilmitteltränken heilen. Einige Heilungsarzt können Statuskrankheiten entfernen und gleichzeitig KP wiederherstellen.
Statuskrankheit, Lähmung. Dies ist eine nicht elementare Krankheit, bei der Bewegung und Angriffe sporadisch unterbrochen werden. Außerdem können Betroffene ihre KP nicht mit Hilfe von Gelees oder anderen Mitteln wiederherstellen. Statuskrankheiten können mit Hilfe von Allheilmittelgetränken geheilt werden. Gegner, die gegenüber nicht elementaren Angriffen resistent sind, können nicht gelähmt werden. Aber Gegner mit Angriffsschwäche sind viermal so anfällig. Okay. Sweet Raum. So, ne? Da ist Ausgang. Aber das war nicht der White. Das war not mit der White. Aber jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen, ne? So. Ah, das hat den anderen Weg auch freigelegt. Alles klar. We need to get through here while it's still nighttime. The perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Mogilu. Oh, verily the icy glare. Boy, which way do you think is best? There must be a way up somewhere. Let's find it. Ah, du kleiner Schisser, oder was ist da los? Make some noise! Yes! Du hast eine Katze gefunden. Ah! Why so glum, Velvet? The thought of killing a man weighing heavy even on your own damaged conscience? Not especially. But I wonder how you remain so flippant about it. Hey, I'm not here to murder anyone. I'm just tagging along in search of my traitor. Do we have to kill him? Can't we just make him stop this nectar business? I don't think he'd listen to us. Huh? Word in the taverns is that this high priest is a real shady character. The Abbey and the religion are popular now, but 3 years ago, no one had heard of them. High Priest Gideon was the one who led the church through those dark days. But once Malakim became visible to the general public, and they learned how effective Malak arts were against demons, that all changed. Humans are such fools, only believing what they can see with their own eyes. And once the church had attained popular support, a nasty power struggle swept through the ranks. Many vied for the mantle of High Priest. Charlatans, power-hungry converts, but they all faded away. They left the church? No, they all met their maker. Some from disease, others from accidents. And in the end, Gideon became high priest. He may be the head of the church, but the people clamor for Shepherd Artorias. That's got a sting. Either way, if we're to face him, he might have some tricks up his sleeve. He'll need to keep our eyes open. It doesn't matter who he is. We just do our job. Aber wir sollten aufpassen, definitiv. Ich denke nicht, dass das jemand sein wird, den man unterschätzen darf. Ganz gewiss nicht. Ganz gewiss nicht. Erstmal laufen wir hier rein. I don't know. Wir werden sehen. Ist das der richtige Weg oder ist das nicht? Okay. Da es dort nicht weitergeht, dass Sackgassen sind, latschen wir doch erstmal eben hier lang. Und laufen somit diese Ecken hier alle ab.
Weil hier ja auch nichts mehr sein kann. Wir sammeln das Loot. Trank des Lebens, sehr schön. Kann ich nochmal so einen Trank des Lebens fest reinnehmen? Wie kann ich eigentlich mal so ein Getränk nehmen? Geht gar nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. So, Freunde, die Zeit ist um. Ich laufe noch ein kleines Stückchen weiter. Wenn ich gleich wieder weggebiestet werden hier. So, und damit beende ich die Folge auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut was in die Kommis, euer Sweet One Web. Ciao. Ciao.